Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich die gleiche Folge aufnehme. Mein Rechner ist mir abgestürzt während der letzten Aufnahme, also während der Aufnahme von dieser Folge. Und ja, dementsprechend weiß ich jetzt natürlich, was kommt, aber ich zeige es euch trotzdem. Wir haben hier einen Ionenwürfel reingepackt und damit hat sich das Tor geöffnet. Und mit diesem Tor werden wir jetzt auf die andere Insel transportiert. Kann ich euch gleich einmal zeigen, wenn wir denn da ankommen. So, das ist jetzt die andere Insel. Wir sehen hier auch 2000 Meter von der Seemotte entfernt. Jetzt habe ich mich schon wieder an so einem doofen Pilz aufgehängt. Das ist jetzt die Insel, wo wir die ganzen Beete gescannt haben und die Melonensamen her haben. Und ja, ich hatte in der Folge hier quasi noch ein bisschen was gesammelt in den Höhlen. Und bin zurück zur Basis gefahren, zu unserer Basis. Da seht ihr die Aurora und da seht ihr auch diese Basis da hinten auf dem Berg. Und ansonsten hier in der Höhle gab es nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal durchs Tor zurück und sammeln nochmal in den Höhlen, bis unser Inventar voll ist. Und dann werden wir... Ach Mist. Dann werden wir zurück zur Seemotte gehen und wieder zurück zur Basis fahren. Ich war nämlich eigentlich gerade dabei, neue Spinte zu bauen für die Würfel und die Tafeln, die wir gefunden haben, damit wir dafür einen vernünftigen Lagerort haben. Ja, aber leider ist, ja, beim zweiten Spind, den ich gebaut habe, der PC abgestürzt und zwar komplett. Ich dachte erst, es hätte sich nur das Spiel aufgehängt. Dann hat OBS mir auch noch einen Fehler angezeigt und dann ist der Rechner ausgegangen und wieder hochgefahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich konnte die Fehlermeldung so schnell nicht lesen, wie der PC ausgegangen ist. Aber gut. Manchmal ist das halt so. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen, oder wie heißt es so schön? So, Inventar müsste jetzt gleich voll sein. Ist genau jetzt voll. Das heißt, wir suchen uns einen Ausgang. Und ich meine, hier auf der Insel gibt es jetzt nichts mehr für uns zu holen. Nichts Wichtiges mehr. Außer, dass hier eigentlich noch ein Ereignis hätte stattfinden müssen. Das kann aber sein, dass das Ereignis nur statt... Ich soll vielleicht gucken, wo ich hinlaufe. Kann aber auch sein, dass das Ereignis nur stattfindet, wenn man vorher ein entsprechendes Funksignal bekommen hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber wie gesagt, eigentlich müsste das alles hier auf der Insel gewesen sein. Zumindest alles, was wichtig ist. Und hier gibt es jetzt eigentlich nur noch die Ressourcen für uns zu holen. Aber wenn ihr das Spiel kennt und wisst, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe hier auf der Insel, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir hier nochmal hinfahren und nochmal in die Höhlen gehen. Aber wie gesagt, meiner Erinnerung nach dürfte da nichts mehr sein. Nichts Wichtiges mehr. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal und hoffen mal, dass der Rechner nicht wieder abstürzt. Wieder zur Basis zurück. Ja, ich hatte beim letzten Mal, bin ich hier am Meeresboden lang gefahren, in der Hoffnung, dass wir noch Quarz aufsammeln können. Allerdings habe ich keins gefunden. Dementsprechend brauchen wir jetzt gar nicht so tief tauchen, sondern können eigentlich geradewegs zur Basis. Ja, Quarz müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Wir wollen nochmal den Lebensformzuchtbehälter erweitern ein bisschen. Und ich glaube, für den Krebsanzug und den Zyklopen brauchen wir auch Glas.
Außerdem kann man damit schöne Fenster bauen in die Basis, dass man ein bisschen das Meer beobachten kann, während man da rumsteht. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Wie gesagt, die Basis ist auch noch nicht so, wie ich sie letzten Endes haben will. Die werden wir noch ein paar Mal überarbeiten. Und das ist ja auch nur unsere erste Basis von mindestens zweien. Ja, wir werden auf jeden Fall mindestens zwei Basen bauen. Vielleicht sogar drei. Ganz einfach, weil wir später noch in einen Bereich reinkommen, wo wir ja relativ viel machen müssen. Und das ist zu aufwendig, dann jedes Mal zurück zur Basis zu schwimmen. Und dann müssen wir uns dies herstellen, das herstellen. Und wie gesagt, das ist einfach zu aufwendig. Deswegen werden wir uns eine zweite Basis bauen später. So, jetzt hatte ich eigentlich hier, wollte ich einen Wandspind bauen. Zack. Und hier wollte ich auch einen Wandspind bauen. So, dann wollte ich hier eingeben Ionenwürfel. Nicht ganz ausgeschrieben, weil es nicht hinpasst. Und hier einfach nur Tafel. Ja, und da habe ich das Wort Tafel geschrieben. Und dann gab es diesen tollen Windows-Sound. Und da ist der Rechner abgestürzt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum. Ich hoffe mal, das ist kein wiederkehrendes Problem. So, wir machen uns einmal die Taschen leer. Eigentlich habe ich die ganze Aufnahme auf der Insel verbracht. Fast die ganze Aufnahme. Ja, da ich ja jetzt wusste, dass die Tasche recht schnell voll ist und wo die Sachen zum Einsammeln sind, haben wir es jetzt natürlich sehr viel schneller von der Insel geschafft. Wir hätten natürlich auch noch mal die Taschen auf der Insel leer machen können. Also sprich in die Seemutter einlagern können. Und dann wieder zur Seemutter zurückgehen können. Beziehungsweise zu den Höhlen zurückgehen können. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist jetzt nichts unglaublich Wichtiges mehr für uns gewesen. So, aber da die Aufnahme jetzt noch recht jung ist, gucken wir uns mal die Kommunikatoren an. This is Officer Keenan, Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Rettungskapsel 19, Tiefe 300 Meter. Ja gut, dann werden wir da noch mal hin und uns die Rettungskapsel 19 mal anschauen. So. Können wir jetzt noch 4 Melonen mitnehmen und die 4 wieder einpflanzen. Können wir uns jetzt noch mal ein bisschen den Bauch vollhauen. Ich glaube, eine packen wir in den Bioreaktor rein, damit wir auch garantiert genug Strom haben. Obwohl haben wir auch so 650 von 650. Aber ist egal, packen wir trotzdem rein. Wer weiß, wann wir das mal wieder brauchen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in dieser Folge nochmal auf den Weg zur Rettungskapsel 19 und schauen mal, was es da gibt. Einmal speichern. Und vielleicht finden wir auf dem Weg zu der Kapsel noch ein bisschen Quarz. Wäre natürlich nicht verkehrt. Ich habe mir noch immer keine Signalboje gefertigt. Ich wollte mir die ganze Zeit Signalbojen fertigen und ein paar mitnehmen. Falls man mal interessante oder relevante Orte findet, dass man sich die markieren kann. Aber irgendwie denke ich da nie dran. Äh,
so ein bisschen aufpassen, dass wir hier nirgendwo gegenfahren. Ja, ansonsten müssen wir hier mal im Startgebiet und in den umliegenden Gebieten ein bisschen Höhlentauchgänge machen. In der Hoffnung, dass wir Quarz finden. Da ist zum Beispiel nochmal Quarz überall. Das ist hier in diesem Gras natürlich recht schwer zu sehen, finde ich. Und hier müssen wir auch immer aufpassen wegen den Sandhainen in diesem Biom. So, hier hatte ich doch irgendwo noch was gesehen. Da ist noch Quarz. War nicht noch ein zweites Quarz? Da. Das ist hier immer ein bisschen schwer zu sehen mit diesem roten Gras. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Und dann hoffe ich mal, sind wir materialtechnisch gar nicht mehr so weit vom Krebsanzug entfernt, dass wir uns den bald bauen können. Und dann können wir uns nämlich auch große Quarzvorkommen suchen und die abbauen. Da ist noch Quarz. Ja, Quarz werden wir noch jede Menge brauchen. Und Pirscherzähne werden wir auch noch einige brauchen. Um dieses bessere Quarz herzustellen. Da ist es. Ich würde sagen, irgendwo hatte ich hier noch einen Quarz gesehen. Ja, ist manchmal ein bisschen nervig, dass er so spät nachlädt. Kann aber auch sehr vorteilhaft sein, wie man gerade sieht. Da sieht man auf der Entfernung wenigstens ganz grob, wo das Quarz ist. Bevor das Gras drüber wächst quasi. So, das dürfte es hier in der unmittelbaren Umgebung gewesen sein. Würde ich mal schätzen. Das könnte noch was sein. Ne, das ist nur der Sand drunter. Na gut. Dann schippern wir jetzt mal weiter. War das ein großes Quarzvorkommen eben? Ist das ein großes Quarzvorkommen oder ist das was anderes? Ach, Kreaturen-Ei ist das. So, ich meine, in dem Wrack waren wir auch schon drin, deswegen halten wir da nicht wieder an. So tief können wir ja schon locker. Sind ja mit der Seemutte bei der maximalen Tauchtiefe von 900 Metern angelangt. Tiefer kann die Seemutte auch nicht mehr. Ich glaube, der Zyklop später kann tiefer tauchen. Da bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher. Ist wie gesagt alles schon lange her. Ja, hier wäre zum Beispiel ein großes Quarzvorkommen, was wir mit dem Krebsanzug dann später abbauen können. Wäre natürlich praktisch bei der Entfernung zu unserer Basis, wenn wir da vorher schon den Zyklop hätten. Weil das ist doch recht weit weg, würde ich mal sagen. Und der Krebsanzug ist ziemlich langsam. Aber ich würde mal sagen, allein vom Quarz her hat sich dieser Ausflug doch schon gelohnt. Hier ist noch ein bisschen Lithium. Hier auch noch mitnehmen, kann ja nicht schaden. Jo, würde man sagen, allein dafür hat sich schon gelohnt. Und dann schauen wir mal, was bei der Rettungskapsel noch Schönes finden. Wahrscheinlich nur wieder ein PDA und nichts wirklich Brauchbares, außer ein bisschen Geschichte, sage ich mal. Aber das sehen wir gleich, wenn wir da sind, würde ich sagen. Auch das noch mehr Quarz und Rubine und... Ja, dann machen wir hier doch mal eine kleine Loot-Tour draus. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange brauche. Weil zur Rettungskapsel würde ich trotzdem noch gerne in dieser Folge. Ah, die Gelsäcke lassen wir liegen. Die haben wir ja bei uns zu Hause schon angebaut. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. In einer Höhle.
So, hier liegt noch ein PDA rum. Rettungskapsel 19. Integrating new PDA data. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch einfach durchlesen, wenn ihr wollt. Das Vorlesen dauert nun mal ein bisschen zu lange. Oh, komme ich hier rüber rein? Nee, ne? Ah, hier unten kommen wir rein. Aber hier scheint es jetzt auch nichts mehr groß zu geben für uns. Hier ist nochmal ein PDA. Positionsdaten. So, dann schauen wir mal. Sprachaufzeichnung des zweiten Offiziers. Ja, nächste Landmasse. Das müsste dann ja die Insel sein. Ach, das sind jetzt hier nur noch so ein bisschen Lebensform. Das brauchen wir, glaube ich, nicht alles gucken. Infektion, fremde Eier, geologische Daten, Magnetit, Rubin. Ich glaube, das müssen wir uns nicht alles anschauen. Wenn ihr das natürlich alles mal durchlesen wollt, ich bin mir ziemlich sicher, man kann das im Internet durchlesen. Ansonsten könnt ihr Bescheid sagen, dann gehe ich das in irgendeiner Folge mal alles durch. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. So. Da ist der Treffpunkt am trockenen Land. Wie gesagt, das müsste die Insel sein, die wir schon kennen. Da haben wir natürlich keine Überlebenden der Aurora gefunden. Aber wir schippern natürlich trotzdem mal in die Richtung und hoffen mal, dass wir jetzt von nichts Großem angegriffen werden. So, unser Kommunikator spuckt wieder ein Signal aus. So, hier sind ist nochmal ein PDA. Treffpunkt Sprachaufzeichnung. Jo. Wie gesagt, wir sind nun mal die letzten Überlebenden. Und da werden die ganzen PDAs auch nichts dran ändern. So, dann werden wir jetzt wieder zurückschippern zur Basis. Und mal zusehen, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ja gut, wir müssen natürlich auch noch den Rettungsanzug bauen, das habe ich ganz vergessen. Das können wir gleich eigentlich machen, wenn wir zurück sind. Ja, ich würde sagen, Leute, ich fahre hier auf dem Meeresgrund lang in Richtung zu unserer Basis und werde nebenbei noch ein bisschen Ressourcen einsammeln, wenn ich welche finde. Und wir sehen uns dann bei der Basis wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.